willkommen zu einem neuen Family Vlog. Hayley und ich sitzen gerade zur Abwechslung mal wieder im Spielezimmer und versuchen gerade mehr oder weniger die Einkaufsliste zu schreiben. Und bis jetzt haben wir was aufgeschrieben. Ach ja, gar nichts, weil mein Kopf irgendwie total gerade ist. Das Wochenende war auch total schräg, also auf gut Deutsch, es war einfach beschissen, wenn ich es mal so sagen darf, weil das war körperlich wie seelisch super anstrengend, nervenaufreibend, weil ich weiß nicht, ob einige das von euch mitbekommen haben, weil ich habe extrem übelst viele Zuschauer wieder dazu bekommen und an der Stelle natürlich erstmal ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich ungemein darüber, wie die Community auf einmal wächst. Vielen, vielen lieben Dank. Auf jeden Fall ist bei uns in der Familie jemand verstorben und letzten Montag war ja die Beerdigung und jetzt das Wochenende war mehr oder weniger spontan die Aktion, aber es musste gemacht werden wegen der Wohnungsgesellschaft, musste die Wohnung der Verstorbenen aus unserer Familie leergeräumt werden. Und das ist natürlich so eine Herzensangelegenheit, weil da sind so viele Erinnerungen drin. Und ich glaube, jeder kann sich irgendwie schon vorstellen, wie schlimm das sein muss, von einem geliebten Menschen all das entfernen zu müssen, wo er oder wir alle jahrelang gelebt haben oder groß geworden sind. Also das ist echt ganz schlimm, aber ich möchte darauf jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich konnte nicht mitfahren, weil das ist kilometerweite entfernt, so rum, verzeiht mir. Und es ging einfach nicht. Die sind hier gestern Morgen um, ich glaube, 7 Uhr losgefahren und waren abends um 7:30 ungefähr wieder zurück. Ralf war fix und fertig, weil das ist super anstrengend, ne? Ich möchte es mir gar nicht ausmalen. Ich konnte nicht mit wegen Hayley, das konnten wir natürlich nicht antun. Das ist ja nur Gewurschtel in die Wohnung, alles raus. Den Express-Sperrmülltransporter, all die Sachen haben wir dann am Samstag organisiert. Weil natürlich, das kennt bestimmt auch ganz viele von euch, es ist so typisch, man plant und macht und 11:55 wird dann abgesagt und dann steht man da. Aber wir haben es irgendwie doch alle hingekriegt, auch wenn es ja nervlich ist. Man war so angespannt, angefressen und gereizt, weil es war einfach ein beschissenes Wochenende. Und irgendwie holt uns das jetzt wieder ein. Man war dann glücklich und hat gedacht, gut, heute fängt der Tag dann mit Sonnenschein an, alles ist gut. Es kann anfangen jetzt zu ruhen langsam. Und dann ruft die Wohnungsgesellschaft an und sagt, dieses Expressunternehmen da hat ein paar Sperrmüllsäcke nicht mit weggenommen und wir sollen das jetzt wegnehmen. Und wir können natürlich nicht die Tausenden von Kilometern da wieder losdüsen. Also es ist so complicated. Aber ich will euch jetzt nicht weiter vollnüllen. Ich wollte euch halt nur sagen, dass wir absolut keinen Kopf dafür hatten, für das Ask Jule Video. Aber laut Abstimmung hat das ja gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das alles alle gewinnt. Aber das ist ja alles eine knappe Geschichte gewesen. Und ich möchte halt dieses Ask Jule Video mit Ralf zusammen machen, weil sonst hätte ich es schon längst online stellen können. Ich glaube, ihr findet das auch ganz cool. Und in der Zeit sind auch ein paar neue Fragen dazu gekommen. Es wird auf jeden Fall die Tage kommen, weil Ralf hat die nächsten 3 Tage frei. Und ja, er lässt sich morgen, das ist wieder was Positives, er lässt sich morgen tätowieren. Also wenn ihr das Video seht, dann ist er quasi schon tätowiert. Und ich bin ziemlich aufgeregt und freue mich schon ganz doll. Und das werdet ihr dann bestimmt im nächsten Vlog sehen, was es geworden ist. Wenn er es will. Ich weiß es nicht, aber ich gehe ganz stark davon aus. Es hat auf jeden Fall was mit Hayley zu tun. So viel kann ich euch verraten. Oh, ich bin total verwirrt. Auf jeden Fall, wir sind jetzt am Klären oder haben es eigentlich schon quasi geklärt, wie wir das machen und dass da alles abgeholt wird, wie auch immer. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich so klappt. Drückt uns die Daumen, dass es wirklich jetzt anfangen kann zu ruhen. Das ganze Thema, dass wir einfach Seelenfrieden so ein bisschen haben. Gerade auch meine Mama, die musste so viel telefonieren und alles klappt dann wieder nicht und ping, pong, pong. Ich hoffe einfach, dass die Omi jetzt auch ein bisschen zur Ruhe kommt. Und, aua, mein Arm fällt ab. Und du zieh mich nicht gleich aus, mein Schatz. Hayley, guck mal hier, Meckerlieschen. Ja, guck mal hier, mein Schatz. Ja, wir haben es jetzt 13 Uhr. Ich habe wirklich kaum was geschafft, außer zu duschen. Die Küche habe ich schon so ein bisschen aufgeräumt oder die ist aufgeräumt. Aber ansonsten, Leute, sieht es hier aus, als hätte eine Bombe dreimal eingeschlagen. Vor allem die Spielbombe. Dankeschön. Das ist aber lecker. Danke.
Dankeschön. Super. Gibst du Mama was zu essen? Ja? Darf Mama auch noch mal? Ja? Oder ist die Kamera jetzt interessanter wieder? Nase, 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 Nase. Eine Zuschauerin von euch hat mal geschrieben, was ich total süß finde. Das habe ich aber auch schon mehrmals gedacht, dass wenn ich Nase, Nase mache bei Heidi, Nase, 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 dann sieht sie immer aus wie so ein kleiner Igel. Ein Igelbaby, ne? Nochmal, guckt mal, ein kleines Igelbabychen. Nase, Nase, Nase. Weg die Fingerchen. Ja, aber das Wetter ist okay und wie gesagt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, was auf diese Einkaufsliste zu kriegen, wo noch nichts drauf ist. Und dann gehen wir einkaufen. Die Gusta-Box will ich noch mit euch auspacken und ich habe noch eine andere Box gekriegt, aber das werde ich morgen im Vlog machen. Dann kommt nachher noch eine Freundin mit ihrer kleinen Maus und dann können die beiden hier spielen und dann trinken wir Kaffee und sowas alles. Und ja... Wir sehen uns auf jeden Fall nachher. Ich habe euch jetzt fast 7 Minuten zugelabert. Ihr wisst erstmal Bescheid und viel Spaß bei dem Vlog. Gefühlte 60 Grad, Leute. Mir ist so, so warm. Ich habe mir auch gerade eine kurze Büchse angezogen und mein Flutter-T-Shirt ist heute optimal. Ich habe mir Heidi einmal umgeschnallt, weil die so ein bisschen quengelig ist. Ich glaube, die ist müde oder so. Gestillt ist sie. Windel ist gewechselt, aber hier, ne? Die Zähnchen und so. Auf jeden Fall, ich wollte euch einmal ganz kurz zeigen, was ich eingekauft habe. Die Liste wäre noch größer gewesen, aber da Ralf ja die nächsten 3 Tage frei hat, aua, zerdrückt mir die Brüste. Da kommt Post, glaube ich. Psst. Leider nicht für mich. Auf jeden Fall, da Ralf die nächsten 3 Tage ja frei hat, werde ich dann nochmal mit ihm Großeinkauf machen. Da meine Freundin mit ihrer Tochter ja gleich zu Besuch kommt und die Omi auch, muss jetzt der Fertigkuchen her. Das war übrigens wie immer beim Lidl. Das ist Confiserie Firenze Marmorkuchen. Sah super lecker aus. Dann wie immer unsere heißgeliebten, unsere besten Brötchen für morgen. Dann einmal Bananen, dürfen hier eigentlich nie fehlen. Und jetzt sehe ich gerade, kommt schon meine Freundin. Gefühlte 3 Stunden später, nehme mal im Ernst, es sind wirklich 3 Stunden später, mache ich dann mit dem Einkauf fertig. Meine Freundin und ihre Lütte sind jetzt wieder los. Die Omi ist los. Hier ist heute Stress on Tour, ich sag's euch. Alles Kuddelmuddel. Ich mache jetzt weiter. Ich habe noch gekauft... Dieses Müsli hier, ich liebe es über alles, das ist das Schokomüsli. Und letztes Mal habe ich euch aus Versehen falsches gekauft, deswegen habe ich diesmal doppelt und dreifach geguckt. Das ist nämlich richtig Schokomüsli mit Schokostücken. Dann habe ich gekauft 2-mal Milch. Einmal steht hier vorne schon, weil wir eben Kaffee getrunken haben oder vorhin. Das ist frische Weidenvollmilch. Und ganz viele haben mir das von euch geschrieben, dass es diese Kekse, die ich in der Degusta-Box hatte, auch bei Lidl gibt. Und ihr habt recht, das ist zwar so eine Nachmache, aber es ist eigentlich im Prinzip genau das Gleiche. Darüber freue ich mich sehr. Dann habe ich eine ganze Palette von unseren Lieblingsjoghurts gekauft. Das sind diese von Milbona Edelrahmjoghurt. Und das sind unsere Lieblingssorten Erdbeer und Pfirsich-Maracuja. Und unser Special-Trick, ja? Unser Special-Trick, packt das mal 15 Minuten ins Gefrierfach. Gefrierfach und dann schlabbert mal den Joghurt. Bombe. Und dann, das war es hier drin schon. Ach nee, und dann habe ich noch einen Sixer Apfelschorle gekauft, weil ich trinke ja normalerweise nur stilles Wasser. Aber auf Dauer ist das auch irgendwie total öde. Und manchmal so, gerade wenn es so heiß ist, brauche ich ein bisschen Sprudel und dann mische ich mir das mit stillem Wasser immer. Und dann waren wir noch bei Rossmann, dann haben wir da unsere Pflegetücher geholt für Pippi. Dann nehmen wir immer die vom Baby Dream. Das ist extra sensitive, also die rosane Verpackung hier. Die ist immer im 4er-Pack, super günstig, kostet 3,89 € und halt auch für Neurodermitis-Haut. Also die ist wirklich Gold wert. Dann gab es für die kleine Maus einen kleinen Ball. Das ist dieser hier. Ja, ich weiß, die haben genug Spielzeug, aber ich fand den schön. Ich fand den schön. Den hat es gegeben. Und ich habe mir nach langem mal wieder eine Wimpernzange geholt, weil meine Lieblingswimpernzange, sie ist einfach auf.
Und ich habe irgendwie noch nicht die Zeit gehabt, hört sich bescheuert an, aber irgendwie noch nicht. Ja, doch, ich habe keine Zeit gehabt, mir eine neue irgendwie zu organisieren. Und deswegen habe ich einfach im Rossmann eine jetzt genommen von For Your Beauty Basic. Die sah schön aus mit dem pinken, also habe ich sie genommen. Dann einmal unsere Mülltüten. Dann nehmen wir mal die vom Rossmann Rubin. Das hat so einen Duft noch mit drin. Einmal in groß und einmal in klein für das Katzenstreu. Ich finde sie nur gerade nicht. Jetzt habe ich sie liegen gelassen. Ne, da sind sie. Also 10 Liter und 60 Liter. Und mein derzeitiges Lieblingsshampoo und Spülung ist dieses hier. Von L'Oreal El Vital Tonerde. Einfach dieses Türkisfarben, ne? Das sind diese beiden. Ich liebe die über alles. Der Duft ist sensationell. Und auch die Pflege zurzeit. Auch wenn ich habe so krass Haarausfall, Leute. Richtig schlimm. Ich habe das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf. Ich hatte euch das ja schon mal gepostet. Gerade hier so diese Geheimratsecken. Ganz, ganz schlimm. Überall in der Wohnung liegen Haare. Der Abfluss. Früher habe ich immer gemeckert, wenn ich von Ralf irgendwo Haare gefunden habe. Jetzt ist es genau umgedreht. Dann habe ich mir einmal dieses Notizbuch hier geholt. Ich habe das auch in groß hier. Das liegt da vorne. Da schreibe ich immer meine Einkaufslisten und so. Und das werde ich mir jetzt in die Handtasche packen, weil ich ganz, ganz oft fällt mir irgendwas in meinem wirren Kopf ein, was ich aufschreiben muss, damit ich es nicht vergesse. Und da finde ich sowas super praktisch. Und ich habe Obstgläschen geholt. Da mag Heidi am allerliebsten Äpfel mit Bananen derzeit, weil so viel habe ich noch nicht ausprobiert, außer noch Birnen, Williams Crisp Birnen. Das sind diese hier. Die mag sie auch ganz gerne, aber ich glaube, Apfelbanane findet sie besser. Und da sie ja momentan eine sehr schlechte Esserin ist, habe ich jetzt auch momentan ein paar Gläschen, die ich ausprobiere von Hip. Und da haben wir jetzt Buttergemüse mit Süßkartoffeln. Und wenn sie wieder normal ist, fange ich dann auch wieder an zu kochen. Also ich mische das die ganze Zeit, weil ich glaube einfach durch die Zähne, die nimmt nur ihre Hand in Faust, die hat keinen Bock auf Essen, selbst an der Brust ist sie schlecht. Aber ich habe mir sagen lassen, es ist alles normal, es ist alles gut. Sie gedeiht ja wunderbar. Aber trotzdem, man muss halt am Ball bleiben. Aber dafür werde ich euch noch ganz viel im Beikostvideo erzählen. Das ist der Einkauf gewesen und ich muss jetzt hier erstmal die Butze schrubben, weil es sieht hier wirklich schlimm aus. Wenn die Kamera läuft, bist du wirklich eine kleine Strahlemaus, ne, Hase? Ja, wir sitzen wieder bei Hayley im Zimmer, weil wir spielen jetzt noch, bevor es ins Bettchen geht. Und ich wollte jetzt noch mal einmal kurz nebenbei die Sachen packen. Wir haben nämlich bei Next bestellt. Was machst du hier? Was ist hier los, kleiner Igel? Was ist hier los? Hast du schon deinen Schlafanzug an, mein Mäuschen? Ja? Geht hier nämlich gleich ins Feierbettchen. Ich wollte nur einmal, nimmst du mal deinen Allerwertesten hier kurz runter, mein Schatz. Siehst auch schon ziemlich müde aus. Aber wir haben bei Next bestellt, aber da geht quasi alles zurück, außer ein Teil. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich bestellt habe. Nicht immer das am Ding hier mit deiner kleinen Wursthand. Hast du eine kleine Specki-Hand, Schatz? Und zwar habe ich dreimal dieses süße Cardigan-Jäckchen bestellt. Aber nicht in der gleichen Farbe. Das ist jetzt so ein Rotton. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt. Dann habe ich die nochmal in Mint bestellt. Und genau, einmal in Weiß, weil ich die super süß fand. Aber die sind zu clean. Das geht da ja immer so nach Monaten. Und das war jetzt 3 bis 6 Monate, genau. Aber ist zu klein. Also es passt, aber ist zu knapp. Schätze mal, in der Woche wird ihr das nicht mehr passen. Dann hatte ich ihr voll die coolen Bodys bestellt, weil ich das voll schön finde, wenn es so warm ist, dass sie dann einfach nur mit einer Leggings so ein Kurzarm-Body trägt. Und das sind alles so Rosatöne. Das sieht man gar nicht, ne? Naja, auf jeden Fall sind das Rosatöne mit Punkten, hier mit Herzchen, denn so gestreift. Und das ist halt so ein 5- oder 6er-Pack gewesen. 1, 2, 3, 4. Okay, ein 4er-Pack eben. Und das war 6 bis 9 Monate, habe ich genommen. Sorry, das ist Heidi. Aber die sind wesentlich zu groß, also wirklich zu groß. Und dann hatte ich die von meiner Freundin der Lütten geschenkt, aber die sind ihr leider gerade zu klein. Mausi, hier ist dein Display, bitteschön. Gott, wir sehen aber auch aus, ne? Du? Wir sehen aber auch aus, ne? Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Und dann haben wir der kleinen Maus noch einmal Socken bestellt. Guck mal, ich hole das für euch alles nochmal raus. Ich muss es eh nochmal einpacken. Aber auch die kann man nicht erkennen. Die sind quasi passend zu dem 4er-Pack.
auch in rosa mit Schleifchen, aber die könnten mir gerade so passen. Deswegen, wow, sitzt du alleine? Und dann habe ich ihr, wenn es so heiß ist, als Schlafanzug quasi diese Kurzarmstrampler hier geholt, auf denen sich Hayley jetzt gerade bequem macht. Machst du es dir gerade bequem? Komm mal her, Schatzi, einmal den Zuschauern zeigen, was wir dir da Schönes gekauft haben. I love Mommy und dann überall I love in so einem Aprikoton. Und das finde ich echt toll. Qualitativ sind die sehr, sehr hochwertig. Und Hayley kann was ganz, ganz Tolles. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt macht, weil sie die Kamera sieht, aber guck mal, was wir geübt haben. Hayley, wo ist der Wauwau? Wo ist der Wauwau? Zeig mal, Schatzi, wo ist der Wauwau? Jetzt zeig mal. Wo ist der Wauwau? Fein, mein Schatz, super, da ist der Wauwau. Wuff, 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 ei, das ist der Wauwau. Hier, jetzt mischen wir die Karten. Und jetzt zeig uns nochmal, wo ist der Wauwau? Fein, na, da ist er, ne? Das ist der Wauwau. Toll, warte. Wo ist der Wauwau, Hayley? Fein! Süß, mein Schatz, da ist der Wauwau. Wuff, wuff, macht der Wauwau. Klasse, toll. So eine süße, schlaue Maus, ne? Und jetzt wollte ich euch noch mal einmal ganz kurz zeigen, was ich mir gekauft habe letzte Woche in der Stadt. Mit etlichen Pröbchen. Einmal war ich bei DM, da habe ich mir wieder nachgekauft von Catrice den Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Den hatte ja meine Zuschauerin in mein Postfach gepackt. Das ist übrigens die Farbe 020 Light Beige und seitdem bin ich so ein Fan. Also nochmal tausend Dank an dich, ich liebe das Teil. Und dann habe ich mir mein, Fit Me Concealer wieder nachgekauft von Maybelline und da habe ich die Nummer 10 genommen. Genau, das habe ich mir bei DM gekauft und bei Douglas habe ich eigentlich nur haben wollen eine neue Augencreme und meine Mama hat gesagt, die soll richtig toll sein. Ich liebe ja Biotherm, das wisst ihr ja. Und zwar ist das die Aquasource Total Eye Revitalizer. Und so, ne? Aquasource Total Eye Ach, scheiß drauf. Dieses Teil hier halt. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt die mir ganz gut. Was ich sehr gut an der finde, ist, sie soll dunkle Augenringe aufhellen. Und ihr wisst ja, ich und meine Augenringe, wir sind eins. Wo steht's denn hier? Der Augenpflege mit kühlendem Effekt, Tränensäcke, Augenschattenfältchen, ein strahlenfrischer, wachwirkender Blick. Ja, und bis jetzt finde ich die ganz gut. Man braucht ganz wenig und sie hat wirklich so einen frischen Kick. Dann waren halt hier noch so Pröbchen mit bei. Dann habe ich für Hayley dieses hier gekauft von Alessandro. Das ist so eine kleine Mini-Feile. Die ist auch super günstig. Die ist halt sehr klein und super zart für Hayleys Hände. Die habe ich bei Omi entdeckt, als wir ihr die Nägelchen geschnitten haben. Und dann habe ich mir von Papanga die Telefonzellen-Zopfgummis gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr noch euch erinnern könnt, ganz am Anfang, also vor 2-3 Jahren locker, habe ich von Papanga damals diese Zopfgummis zugeschickt bekommen. Da habe ich das allererste Mal davon was gehört, als ich euch das im Video gezeigt habe. Und jetzt hängen sie schon bei Douglas. Also es ist ein Trend geworden. Aber ich hatte einmal noch die Farbe Schwarz, dann halt hier Silber und diesen goldigen Ton. Aber den schwarzen habe ich schon benutzt und ich muss leider enttäuschenderweise sagen, schmeckst du, Schatzi, dass ich komme mit den Dingern nicht klar. Ich weiß nicht, ob das mal an meinem krassen Haarausfall liegt, aber das verknotet so krass. Also wenn ich einen Zopf oder so mache, dann sitzt das einwandfrei. Aber die Dinger wieder rauszuholen, ist ein No-Go bei mir derzeit. Und deswegen werde ich die, glaube ich, wieder umtauschen, weil da verliere ich noch mehr Haare bei. Mal schauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den euch schon in einem anderen Vlog gezeigt habe, aber daher stammen die anderen Pröbchen von Douglas. Ich habe nämlich online bestellt. Und das ist, glaube ich, der meistgezeigte Highlighter auf YouTube. Mit auf jeden Fall unter den Top 5, gehe ich ganz stark von aus. Das ist der MAC Mineralize Soft and Gentle Highlighter. Und ich habe gesagt, irgendwann werde ich mir den auch mal zulegen. Aua! Kind!
Du ziehst meine Hand hinunter. Ich habe gesagt, irgendwann werde ich mir den auch mal zulegen. Ich kriege ihn jetzt gerade nicht auf, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil sonst das Kind mehr Highlighter an den Händen hat als sonst rum. Der sieht super, super schön aus. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte ja... Sorry. Ich hatte ja bis dato... Hayley, du brichst mir gleich meine Hand. Was machst du denn hier? Du und dein Display. Ich hatte ja sonst immer den Mary Luminizer von Levine und den habe ich geliebt über alles, aber der ist mir ja einmal kaputt gegangen und dann war da nur noch Puderzeugs drin. Da ist auch noch was drin, aber es ist halt anstrengend. Was ist denn los, mein Schatz? Ich weiß, was du da anfassen willst. Don't touch this. Don't touch this. Ja, auf jeden Fall, da bin ich sehr happy. Finde ich sehr, sehr cool. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch dieses Teil hier benutzt, weil ich glaube, fast jedes Mädel hat den hier, oder? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ihn noch nicht benutzt. Und wir zwei Hübschen sagen jetzt gute Nacht, ne? Wir räumen das ganze Spektakel hier jetzt noch auf und dann werden wir uns ins Schlummerland verabschieden, ne Schatzi, wird Zeit für dich. Und ich warte schön auf Ralf und dann gucken wir Scandal weiter. Ich hoffe, das Video war nicht allzu langweilig für euch, weil es echt so ein Laber-Rhabarber-Video war. Und heute war irgendwie so ein Matschi-Quatschi-Day. Aber so eine Tage gibt es halt nun mal auch. Und wir sehen uns ja morgen wieder, weil morgen vloggen wir ja erneut, denn Ralf wird morgen tätowiert. Ich bin schon sau aufgeregt und auf das Endergebnis gespannt. Ihr bestimmt jetzt auch. Und ja, in diesem Sinne, ich will es nicht langziehen wie ein Kaugummi. Ich habe hier schon wieder einen riesen Pickel. Aber es ist auch, weil ich schon wieder gepoolt habe. Egal, ich ziehe es nicht in die Länge wie ein Kaugummi. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich danke euch immer für euer Feedback. Und wie gesagt, tausend Dank an alle neuen Zuschauer da draußen. Schreibt mir mal, wie ihr auf mich gekommen seid. Durch Zufall oder... durch einen anderen YouTuber. Wie seid ihr auf meinen Kanal gekommen? Allgemein die Frage würde mich interessieren. Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr damals oder heute auf meinen Kanal gestoßen seid. Ja, das ist eine coole Frage. Also, bis dann, ihr Lieben. Ich freue mich, wenn wir uns morgen oder quasi übermorgen wiedersehen. Tschüss, gute Nacht. Gute Nacht im Schacht. Nein, nein, nein. Gevloggt wird noch nicht.